sollten wir uns nicht ein bisschen über die Aufführung unterhalten? Da würde ich jetzt vielleicht einmal sagen, was ich so ganz spontan für einen Eindruck gehabt habe. Soll ich das jetzt sagen, Spatzl? Also gerade heraus. Lass doch erstmal die anderen zu Wort kommen, Franz. Olga? Olga hat heute überhaupt noch nichts gesagt. Was meinst denn du, Olga? Ja, Olga, sag mal was. Ja, also ich finde es wahnsinnig schade, dass der Siegfried heute Abend nicht dabei sein konnte. Finde ich wahnsinnig schade. Weißt du, schön war, Olga, gell? Ja. Aha. Ein rechter Scheißtrick war's, altmodisch bis provinziell war's, das war's. Was? Ja, vielleicht nicht. Oder haben Sie vielleicht schon mal so einen uninspirierten Dirigenten erlebt, so einen Lahmen? Franz, das war der große alte Wedelstedt. Na und schon, alter Schütz vor Lammheit nicht. Ja, Herr Münchner, entschuldige, Annette, wenn ich mich hier einmische. Ich kann mir schon denken, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen hier um jeden Preis originell sein. Aber doch bitte nicht auf Kosten von Künstlern von Weltruf. Künstler von Weltruf? Da muss Ihnen ja die Brünnhilde besonders gut gefallen. Lieber Herr Münchner, seit Birgit Nielsen haben wir hier in München keine so herausragende Brünnhilde mehr gesehen. Die war nicht herausragend, Herr Doktor, nicht einmal indisponiert, sondern einfach hundsmiserabel schlecht. Also milde ausgedrückt. Und der Wotan, der war gleich so farblos, dass er gar nicht vorhanden war. Wollt ihr nur was wissen, Herr Doktor? Schön für euch. Franz, du bist jetzt ruhig. Wenn du schon nichts davon verstehst, dann sag wenigstens nichts. Doch, jetzt sage ich es ihm ganz genau. Weil die Oper da, die Geschissene, das ging ja noch. Viel schlimmer ist, dass wir in München ein Publikum haben, was hinter und vorn von nichts was versteht und sogar jeden Reinfall zu einem einmaligen Erlebnis hochjubelt. Ja, jetzt hört der Spaß auf. Franz, ich möchte jetzt gehen. Sofort, aber sofort. Ich nicht, Spaß. Ja, Herr Münchner, wir alle wissen ja, dass Sie von diesen Dingen keinen Schimmer haben. Bitte sehr, dafür können Sie nichts. Wir alle wissen auch, dass Sie sich für kulturelle Dinge nicht besonders interessieren. Gut, bitte sehr. Aber wenn man schon nichts versteht und wenn man sich schon für nichts interessiert, dann setzt man sich nicht hierher! Frech und präpotent! Und spricht unqualifiziertes Zeug! Nur einen herrlichen, unvergesslichen Abend! Ein einmaliges Kunsterlebnis! Eine Sternstunde! Dankbar und glücklich müssen wir sein, dass wir dabei sein durften. Dann schweigt man still und hält sein dummes Maul! Oh, oh, oh. So, jetzt möchte ich gehen. Spatzl, ich glaube, jetzt schmier ich ihm gar keine. Ist ja jemand nicht mit, Spatzl? Wir sprechen uns später, Franz. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Bitte, Edgar, bleib dir da. Wir gehen. Ich kann ja auch gehen. Ciao.